Hallo und herzlich willkommen in den Bayerischen Voralpen auf dem Weg zum Rechelkopf. Und damit auch herzlich willkommen bei Mountain Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Infobutton oder unten in der Videobeschreibung. Der Rechelkopf ist jetzt nicht wirklich ein hoher Berg mit seinen 1330 Metern, aber hat trotzdem ein sehr schönes Panorama, also sehr zu empfehlen und ist im Wesentlichen auch schnell zu erreichen. Der Rundflug zeigt eine Art Rundweg, das ist aber rein optional. In der Tourenbeschreibung steht es dann genauer drin. Ihr müsst ihn nicht gehen, denn die eine Variante ist ein reiner Forstweg. Im Video zeige ich euch lediglich die Nicht-Forstweg-Variante in Anführungsstrichen, denn an Forstweg in einer Art und Weise kommt ihr da nicht vorbei. Bis hin zur Sigridsalm werdet ihr immer auf irgendeine Art Forstweg treffen, ob geteert, sehr breit oder mal etwas schmaler, das spielt dann keine Rolle. Ab der Sigridsalm müsst ihr einen Wiesensteig hoch, der ist sehr steil und kann bei Nässe extrem rutschig sein. Und alles in allem habe ich damit schon alles Relevante zu dieser Tour gesagt. Das ist ungewohnt wenig, auch für mich, aber es ist so. Deswegen an dieser Stelle sage ich euch jetzt schon, macht sie, geht sie diese Tour. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Und nicht vergessen, nur mit Mountain Tour Guide erreiste den Gipfel gescheit.